Spannend. Ja, vielleicht bevor ich mit dem Vortrag im eigentlichen Sinne anfange, würde ich gerne ein paar Nebengedanken, die mir gekommen sind bei Ihrer Einführung, oder darf ich eigentlich du sagen? Das ist Ja, mir sehr gern. alles komisch als Nicht-Deutsch-Muttersprachler, wann welche Artikel, danke, ist mir Ja, es ist einfacher, eins zu ja, haben. ja. Ich bevorzuge Say. Oh, nee, das ist Plural, das geht nicht. Nee, tut mir leid, Plural bei Einzelwesen, nee, kann ich nicht, geht nicht. Dominik, du arbeitest mit Geodaten, nur im Sinne der Vernetzung. Kennst du zufällig Stefan Aumann aus Marburg? Mit ihm habe ich im Laufe der letzten 5 Jahre bestimmt verschiedene Kooperationen zur Annotierung und Lokalisierung, Desambiguierung von historischen archivalischen Verzeichniseinheiten gemacht und im Hessen, ja, im Hessen und in den Vorgängerstaaten. Also wenn du mit Sachsen arbeitest, werden die Daten dir nicht hilfreich sein. Aber das scheint bisher sehr gut geklappt zu haben. Und vielleicht, ich kann dir seine Mail schicken, vielleicht ergibt sich da was für dich, was du für dich einsetzen kannst. Danke für den Hinweis, ich gucke es mir gerade an. Okay, super. Ich kenne ihn ganz gut. Ich kenne ihn ganz gut, den Stefan, also ich kann den Kontakt ansonsten auch vermitteln. Dominik, wir haben relativ viel miteinander zu tun. Prima, Gerade danke. die Regionalportale. Ach, Entschuldigung für die Unterbrechung. nee, perfekt, wunderbar. Dann muss ich gar nicht vermitteln, aber super. Zu der Frage oder zu dem allgemeinen Anliegen der Workflows. Ich fürchte, mein Vortrag, den ich so habe, wird weniger darauf abzielen, weil ich habe keinen Vortrag zu den eigentlichen Workflows. Doch, ich habe eins. Aber das ist auch für euch, glaube ich, nicht interessant, weil das viel zu technisch orientiert ist. Sondern es geht wirklich, wie Kai sagte, um genau dieses Diagonal-Tool, wie das aufgebaut, was genau es unter der Haube tut. Und das ist halt meine Überzeugung, dass wenn man versteht, wie ein Werkzeug tut, was es tut, kann man das viel effektiver einsetzen. Und das gilt auch für einen Hammer oder eine Säge, aber bei komplexeren Werkzeugen ist die Mühe, die man anwenden muss, um das zu verstehen, umso mehr und die Lernkurve etwas steiler. Hoffentlich wird ein bisschen was rüberkommen davon. Und als letztes, Kai, auch die Zusammenarbeit über 12 Jahre und das viel Lernen, das beruht durchaus auf Gegenseitigkeit. Ne? Also ich habe auch von Kai viel, viel gelernt und freue mich, dass das hier und heute klappt. Ja. Dann soll ich einfach gleich mit dem Vortrag anfangen. Sehr gern. Muss Vielleicht ich? ganz kurz was zu den Workflows. Die Workflows betreffen uns hier und das, was ihr zusammen macht, ist das Ergebnis. Also, das heißt, es ist so eine halbe Werbeveranstaltung dafür, um zu zeigen, da wollen wir hin. Das ist das Ziel. Und um dahin zu kommen, müssen wir hier folgende Schritte tun, um an das Ergebnis ranzukommen. Und der Witz ist, Brian, also bevor das, wir haben extrem sauber geschriebene Handschriften, die relativ wenige Menschen lesen können. Natürlich. Und ja, nicht ganz, aber Anfang 18. Jahrhundert, ja. Und die lassen wir von alten Menschen im Moment, die Handschriften lesen können, vorlesen, um daraus Trainingsmaterial für den OCR zu erzeugen, um dann irgendwann maschinenlesbaren Text zu haben. Und diesen maschinenlesbaren Text, an dem wir noch nicht sind,
Der kommt dann kommt die Akkordeon ins Spiel und dann sind wir ganz vorn dran. Okay. Genau. Das, Nur so zur Einordnung des Ganzen. ja, es ist nicht wenig, aber es hört sich vernünftig an, der Plan. So, ich versuche hier meinen Desktop im Ganzen zu teilen. Hat das geklappt? Ja, wunderbar. Dann mache ich hier sowas. Dieses Ding muss ich irgendwie beiseite schieben. Okay. Ja, danke nochmal für die Einladung. Die Folien sind, wie bei mir üblich, auf Englisch. Ich gehe davon aus, dass es allen hier Anwesenden lieber ist, wenn ich das versuche, auf Deutsch tatsächlich vorzutragen. Ich werde mich bemühen. Dauert bei mir ein bisschen länger und ihr müsst euch dann eventuell mit ein paar Wortfindungsstörungen abfinden. Wird schon klappen. Habe ich schon einmal mindestens gemacht. Es geht, wie gesagt, um das Werkzeug Diacolo und der Vortrag, zumindest die Folien, sind so aufgebaut, dass ich als erstes die Situation vorstelle, also die Motivation, meine Motivation zumindest für die Entwicklung von Diacolo, was diachrone Textkörper betrifft, was ich mit Kollokationsprofilierung oder Collocation Profiling meine, und was das bedeutet, wenn wir so etwas wie diachrone Kollokationsprofile haben wollen würden. Ich stelle Diacolo die Innereien, die Hintergründe, die konzeptuelle Arbeitsweise dann vor und sage ein bisschen dazu, wie man das tatsächlich anspricht in der Praxis. Was ist ein Profil, was ist ein Diff, was für tatsächliche Daten stecken dahinter. In diesem Vortrag in der Zeit werde ich wahrscheinlich keine Zeit haben, auf die schmutzigen Details einzugehen. Dieser dritte Abschnitt ist sehr formellästig zu den tatsächlichen Algorithmen und Datenstrukturen, die dahinter stecken. Und auch die Assoziationsmaße, wie sie sich voneinander unterscheiden. Letzteres ist natürlich für den praktischen Umgang mit dem Werkzeug sehr sinnvoll, aber ich glaube, da wird die Zeit fehlen. Stattdessen würde ich nach der Einführung einfach eine Reihe von Beispielen vorführen, damit ihr seht, was man damit so tun kann und vielleicht eine Idee davon bekommt, wie ihr das für euch anpassen, einsetzen könntet. Also, zu der Motivation, diachrone Textkörper. Der Name ist Programm. Das ist einfach eine Textsammlung, die gewissermaßen heterogen ist, vor allem bezüglich Datum des Ursprungs. Ist, ja, diachron. Auch andere Partitionierungen, andere Arten von Heterogenität sind interessant und können unter Umständen von Diacolo aufgegriffen werden, aber für diesen Vortrag bleiben wir erstmal beim Datum. Das ist der große Witz. Es gibt zunehmend mehr diachrone Corpora, die verfügbar werden. Ihr erstellt auch euer eigenen, wie ich erfahren habe. Mir besonders nah am Herzen liegt natürlich das Deutsche Textarchiv, es ist meine Miete bezahlt hat, etwa 10 Jahre lang. Aber auch andere Diachrone im üblichen Sinne, Corpora, sind verfügbar. Und auch sogar angeblich synchrone Corpora, müssen wir uns gestehen, haben eine nicht triviale zeitliche Ausdehnung.
wenn ich mir vorstelle, dass ich nach dem Nemakrol in einem Zeitungskorpus des 20. Jahrhunderts suche, werde ich je nach Dekade entweder den Bundeskanzler oder das Gemüse finden. Ähnliche andere Phänomene sieht man beim DDR-Presseportal mit Begriffen wie Ausreise oder Partei. Aber auch einen sehr eng geschnittenen Korpus mit einer sehr spezifischen Genre. Blogs zum Beispiel, wenn man da das Wort Browser sucht, sieht man auch schon, die Dinge haben sich geändert über die Zeit. Heute redet keiner mehr von Netscape. Und Mozilla als Browser ist auch sehr selten, nur in Zusammenhang mit Firefox. Und ich glaube, dieser Korpus ist auch zu jung, um tatsächlich Mosaic erfasst zu haben oder Lynx, aber es hat auch da, ist auch da was passiert. Die Idee ist, diachrone Korpora sollten uns Phänomene wie semantische Verschiebung oder Diskursentwicklungen sichtbar machen. Das Problem dabei ist, dass konventionelle, traditionelle, off-the-shelf NLP-Werkzeuge das nicht so gut, nicht so unmittelbar machen, nutzen können, weil sie meist implizit auf Annahmen der Korpushomogenität beruhen. Zu Kollokationsprofilierung. Die Grundidee hier ist im Wesentlichen der berühmte Zitat von Onkel Ludwig. Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. Es ist wirklich sehr stark formuliert, ein bisschen arrogant, aber so war der Onkel Ludwig, der Wittgenstein mal. Ich finde, etwas weniger stark für mich ansprechender ist die Variante von John Rupert Firth, You shall know a word by the company it keeps. Es geht darum, wie wir das erkennen, nicht was es ist. Ne? Die Grundidee ist ziemlich einfach. Ich als Forscher, ich als Fragende komme mit dem Begriff, dem Wort, der Menge von Wörtern, die ich untersuchen will. Ja, ich muss wissen, was ich untersuchen will. Das ist mein sogenannter Kollokant oder Query Term oder Target Term. Und dann suche ich im Korpus, also ich als Algorithmus, ich suche alle Kandidaten, die zusammen mit meinem Kollokanten auftreten. Und zusammen mit auftreten, das ist nicht sehr präzise. Und genau in der Definition, in der Präzisierung dessen, was es heißt, zusammen mit einem Kollokanten aufzutreten, gibt es verschiedene Kollokationsbegriffe, verschiedene Methoden, verschiedene, Diagonal nennt sie Profiltypen oder Relations. Aber ich finde alle Kandidaten, das sind die Kollokaten oder die Kandidatkollokaten, und ich sortiere diese Liste. Ja, ich weise jedem Kollokaten ein Rang zu oder ein Score, ein skalarer Wert mit eins von verschiedenen Assoziationsmaßen. Und die Idee dabei ist, dass ich zufällige Zusammenauftreten mit hochfrequenten Kollokaten ausschließen will. Die sind nicht interessant. Die Tatsache, dass das Wort Haus zusammen mit dem Wort Zeit so oft zusammen vorkommt, liegt daran, dass Haus und Zeit sehr häufige Wörter sind und nicht, dass sie irgendwas Besonderes miteinander zu tun haben. Die Tatsache, dass das Wort Haus mit dem Adjektiv weiß zusammen auftritt, sehr oft in Zeitungskorpora, ist auf das Named Entity Weißes Haus, ja, also Wohnsitz des amerikanischen Präsidenten zurückzuführen. Und das ist eventuell interessant. Und wie alle statistischen Methoden, braucht es einen hinreichend großen Sample, also einen hinreichend großen Korpus, um belastbare Ergebnisse zu liefern.
Und gerade diese Eigenschaft wird bei Diakonenkorpora noch verstärkt. Ja, das wird schlimmer. Wir brauchen noch größeren Samples, beziehungsweise es ist die Größe der Epoche, die relevant ist und nicht die Größe des Gesamtkorpus. Wozu des Ganzen? Verschiedene Gründe. Computergestützte Lexikografie ist eine Möglichkeit, zum Beispiel zur Erkennung von Neologismen, also von Wortneuschöpfungen. Man kann das als eine Art distributionelle Semantik sehen, insofern, dass die Bedeutung eines Wortes eben die Wörter sind, mit denen es tendiert, zusammen aufzutreten. Ja, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Im Allgemeinen ist es eine Instanz von Text Mining oder Distant Reading. In den heutzutage üblichen Sinnen. Ich bin nicht der Erste, der von Kollokationsprofile redet. Es gibt viele, viele Arbeiten in der Literatur dazu. Für synchrone Corpora als homogene Einheit ist es gut recherchiert, gut beschrieben in Textbüchern, und man versteht schon ziemlich gut, ziemlich genau, was das tut, was es kann, was es nicht kann. Wie schon erwähnt, kann es dann nicht besonders gut mit Heterogenität umgehen, eben nicht mit diachronen Corpora. Es gibt aber auch schon eine Reihe von Studien, die traditionellen Kollokationsberechnungen auf diachrone Corpora versucht haben zu erweitern oder durchgeführt haben. Und die sind, alle, die ich gefunden habe, sind so vorgegangen, dass sie einen großen diachronen Korpus genommen haben und das zerstückelt, manuell zerstückelt, partitioniert in verschiedene zeitliche Epochen, in verschiedene Subkorpora und dann auf jeden einzelnen Subkorpus die Methoden losgelassen und hinterher wieder manuell die Ergebnisse zusammengeführt und analysiert und interpretiert. Auffällig dabei ist, dass all diese Studien verschiedenen großen Epochen benutzt haben. Ja, bei Baker waren es ein Jahr pro Epoche, bei Sagi waren es 100 Jahre pro Epoche, bei Charlotte nur eine Woche, war ein sehr großes Korpus, und er musste auch noch glätten. Und tatsächlich ist es so, und haben auch schon andere geschrieben, die eine gute Größe für diese Partitionierung, eine brauchbare Größe, eben wegen der statistischen Belastbarkeit, hängt von der Forschungsfrage ab. Das hängt davon ab, was ich untersuche. Wie groß muss mein Korpus sein, um interessante Kollokationsprofile zu liefern? Und das ist problematisch, wenn man was Flexibles, Allgemeinnützliches auf die Beine stellen will. Ich sollte auch erwähnen, die latente distributionelle Approximierungen auf Basis von Latent Dirac Lay Analysis oder Latent Semantic Analysis, die gibt es auch. Auch die gibt es in diachronen Varianten. Ich finde sie total interessant, aber sie waren für die Zwecke, die ich hatte, nicht wirklich zufriedenstellend. Einerseits, weil sie diese Modelle sehr stark von den Kompilierungszeitparametern abhängen. Ja, ich muss irgendwelche Priors für LDA angeben. Und dann warte ich 2-3 Stunden, während das Modell sich berechnet. Und erst dann kann ich eine Abfrage stellen. Das
kann ich nicht der Allgemeinheit als Dienst anbieten, weil die 2, 3 Stunden hat der Server was anderes zu tun. Und auch, dass die Antworten, die dann aus so einem latenten Modell rauskommen, wenn ich eine Frequenz rauskriege, die ich potenziell in ein Kollokationsermittlungsverfahren einstecken könnte, die Frequenzen sind nur Approximierungen. Und die Lexikographen und die Historiker, mit denen ich Diacolo zusammen entwickelt habe, und für die ich Diacolo entwickelt habe, sie wollen genaue und zuverlässige Frequenzen haben. Und das war dann alles zusammen, kam es zumindest für Diacolo nicht in Frage. Eine Skizze, was ich meine mit Partitionierung. Nehmen wir an, ich habe einen Korpus von der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit Dokumenten A bis J, so verteilt wie hier auf der Zeitachse. Vielleicht will ich die nach Dekade partitionieren. Und ab 1950 bis 1959 habe ich einen Subkorpus, die 60er Jahren ein zweites und so weiter. Dann sammle ich die Dokumente in den jeweiligen Zeitabschnitten in einzelnen Subkorpora. Und das sind die Epochen-Subkorpora. Und dann kriege ich diese 5 Korpora hier und die benenne ich. Und so funktioniert Diaclo auch. Er benennt eine Epoche nach dem Minimumdatum. Also die Epoche 1950 ist wirklich, wenn ich Dekaden habe, 1950 bis 59 inklusive. Aber was passiert, wenn ich nicht 5, sondern 2 Epochen haben will? Wenn meine Epochenbreite nicht 10 Jahre, sondern 25 ist. Da kommen natürlich andere Partitionen raus und auch andere Namen für die Partitionen. Die kann ich dann auch unabhängig analysieren, aber das manuell statisch zu machen, ist sehr zeitaufwendig, es ist relativ unflexibel. Ich kann das nicht vorberechnen für jede mögliche Epochengröße, für einen Korpus, der 400 Jahre umfasst. Und es braucht natürlich ein bisschen Expertise von den Menschen, die diese Partitionierung durchführen müssen. Und wie schon erwähnt, eine gute Größe hängt eben von der Forschungsfrage ab. Also ist die Frage, können wir diese automatische Partitionierung generalisieren? Und ja, das können wir. Und das ist es, was ich mit diachrone Profilierung meine. Konventionelle Methoden nehmen ein homogenes Korpus an. Das heißt, dass die Basis des Ganzen, die Kookurrenzfrequenzen, nur berechnet werden für Wortpaare. Meistens nur für Oberflächenformpaare. Also Haus ist was anderes als Häuser und was anderes als Hauses. Und der Witz und der Haken für die Diachrone-Profilierung ist dabei, dass der Einfluss des Token-Datums und auch andere Dokumenteigenschaften wird unwiderruflich verloren. Und wie kann man das aufbohren, wenn man das nicht verlieren will? Das, was Diacolo macht, es ist nicht die einzige mögliche Lösung, aber mir schien es am intuitivsten, ist den Begriff des Terms aufzubohren. Also ein Term, ein Wort. Und nicht nur zu sagen, ein Wort ist nur ein String, ist nur eine Oberflächenform oder nur ein Lemma, sondern wir machen das ein Tupel. Wir können sagen, ja, wir nehmen Oberflächenform mit, wir nehmen Lemma mit, wir nehmen Part of Speech mit, aber ganz wichtig, wir packen das Dokumentdatum auch mit ein in diesen Begriff, was es bedeutet, ein Term zu sein, ein Wort zu sein. Und wenn wir das tun, dann
wird die Mathematik, wie wir Kohärenzen berechnen, welche Kohärenzen erlaubt sind und wie wir die dann bewerten, das wird ein bisschen komplexer, aber alles andere funktioniert. Das heißt, wir können die ganze Bandbreite an Forschung, an vorheriger Literatur, was es zu Kollokationsberechnung und Profilierung geht, können wir fast eins zu eins einsetzen. Wir müssen uns nur merken, wir haben es mit komplexen Einheiten zu tun und nicht mit atomaren Einheiten. Wir analysieren die Epochen unabhängig voneinander, wenn ihr wollt, und sammeln dann einfach die verschiedenen Resultate und geben sie dem Nutzer zurück. Vorteile dabei, wir unterstützen die Krone-Achse vollständig. Ja, also ein Datum ist ein Datum, das ist immer drin. Zwei Wörter können nur zusammen auftreten, wenn sie den gleichen Datum haben. Dann passt das schon. Wir unterstützen verschiedene Epochengrößen, weil für jede Abfrage wird diese Partitionierung neu berechnet, je nachdem, was der Benutzer sagt, dass er sie haben will. Wegen dieser Komplexität mit Tupeln für die Terme, wir können verschiedene Attribute da reinpacken und abfragen. An der BBAW nutzen wir nur Lemma und Part of Speech. Aber wenn wir zum Beispiel konzeptuelle Annotierungen in den Corpora hätten, könnten wir das auch mit Diaclo indizieren und mit abfragen. Natürlich, weil das alles on the fly berechnet werden muss, wird es relativ einfach, neue Assoziationsmaße zu programmieren und einzuführen, weil ich kann es sowieso nicht auf Platte speichern, weil das von der Epochengröße abhängt. Das muss ich für jede Abfrage neu berechnen. Dann kann man das auch sehr flexibel gestalten. Nachteile, weil ich das alles on the fly berechnen muss, ist es auch ein bisschen langsamer und ein etwas rechnerisch teurer. Weil ich habe es schon erwähnt, weil natürliche Daten spärlich sind und weil das statistische Methoden sind, brauche ich noch größere Corpora, um belastbare Ergebnisse zu bekommen. Die Indizes auf Platte sind ein bisschen größer, als sie sein müssten für einen synchronen Korpus, weil ich eben das Datum mitspeichern muss. Mein Vokabular wächst viel schneller, weil zwei Wörter mit verschiedenen Datum sind zwei verschiedene Wörter. Und wie Kai erwähnte, in der jetzigen Ausführung unterstützt Diaclo keine syntaktische Relation. Und ich weiß nicht, wann und ob das kommen wird. Diaclo selber, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, oder das wurde im Rahmen von Clarin entwickelt, um Forschenden der Facharbeitsgruppe Geschichte dabei zu unterstützen, öffentlichen Diskursentwicklungen zu analysieren. Also es ging dabei um das Institut für Zeitgeschichte in Potsdam und das DDR-Presseportal. Also drei Zeitungen aus der ehemaligen DDR. Und das haben wir inzwischen auf, ich glaube, alle Corpora im Zentrum Sprache an der BBAW angewandt. Diachron sehr, sehr groß und Diachron sehr klein und vom Umfang, also von der Tokenanzahl sehr groß. Hier ist Zeitungen ist etwa 5 Milliarden Tokens. Und das ist jetzt nicht mehr das Größte, was wir haben. Es geht. Es ist relativ gut skalierbar. Es ist in der besten aller möglichen Programmiersprachen geschrieben, und zwar Perl. Man kann darauf zugreifen über der Befehlszeile. Das ist
meine bevorzugte Methode, aber auch über eine HTTP-basierte grafische Nutzerschnittstelle oder über REST-API von dem HTTP-Instanz. Die technischen Details sind vielleicht nicht so interessant, aber ich muss immer sagen, das ist skalierbar. Auch bei einem Server, der andere Sachen zu tun hat. Weil wenn es nicht benutzt wird, nutzt es keine Ressourcen. Es gibt keinen persistenten Dämon, der andauernd Speicher schluckt. Wenn es nicht benutzt wird, dann braucht es nur Festplattenplatz. Und wenn es viel benutzt wird, dann muss es nicht immer wieder von der Platte lesen, sondern das Betriebssystem sorgt dafür, dass die oft benutzten Daten in den Cache kommen. Das erstaunt mich immer wieder, dass das tatsächlich funktioniert. Es ist immer wieder erfreulich. Für euch, also aus Nutzersicht, wahrscheinlich eher interessant sind die verschiedenen Ausgabe- und Visualisierungsformate. Dazu wahrscheinlich mehr bei den Beispielen. Aber es gibt sowohl menschenlesbare wie auch maschinenlesbare Formate, die alle verschiedene Rechtfertigungen haben. Das eine kann man gut in R einlesen, das andere kann man gut in eine Skriptsprache einlesen, das andere kann man gut mit menschlichen Augen angucken. Aber hinter all diesen Formaten, und das ist ganz, ganz wichtig, hinter all diesen Formaten steckt genau die gleiche Datenbasis. Und damit meine ich nicht nur die Index auf Platte, sondern das, was ich in JSON sehe, ist genau das Gleiche, was die animierte Cloud-Visualisierung zugrunde liegt. Also selbst wenn es aussieht bei der Animierung, als würde ich da auf Einzeljahre zugreifen können, nee, ist nicht so. Das ist nur Glättung. Der Dienst selber ist, wie gesagt, eine REST-API. Das heißt, eine Anfrage kommt als eine Menge von Parameter-Wert-Paare. Und es gibt etwa 10 Parameter, die man angeben kann. Davon notwendig ist nur Query. Ja, das ist der Kollokant. Das ist das, was ich als Fragende, als Forschende untersuchen will. Die restlichen Parameter haben alle mehr oder weniger sinnvolle Defaults. Und erst wenn man mit dem Default geguckt hat, oder vielleicht nicht mit dem Default, wenn man schon weiß, dass das mit den Defaults nicht gut geht, kann man die anderen Parameter anfassen und anpassen, um besser das nachzubilden, was die eigentliche Forschungsfrage ist. Die Aufgabe der Web-GUI und des Dienstes am einfachsten ist ein diachrones Kollokationsprofil. Das heißt, ich gebe eine einfache Abfrage, einen Kollokanten, und ich sage damit, ich will ein diachrones Profil für diesen Kollokanten in diesem Korpus. So, hinter den Kulissen macht Diaglo dann das Filtern und das Projizieren der Kandidatkollokaten auf die gewünschten Attribute. Das sind die Dinge, die ich in meine Tupel gepackt habe. Ich kann sagen, ich will nur Lemmata zurücksehen, ich interessiere mich nicht für Part of Speech. Oder ich kann sehen, ich will Lemmata haben und ich will nur Eigennamen sehen. Ich will nur Lemmata sehen, die vom Tagger als NE getaggt wurden. Dann werden diese Ergebnisse aggregiert in die einzelnen Epochen. Und weil keiner eine Liste von mehreren tausend Kollokat-Kandidaten durchgucken will, werden die Listen abgeschnitten. Ja, ich gebe einfach die K-besten Kollokaten pro Epoche zurück.
Das macht das übersichtlicher, aber das sorgt manchmal auch für Verwirrung, wenn Nutzer kommen und sagen, ach, das Wort Garten war in 1950 ein Kolokat, aber das verschwindet in 1960. Ja, verschwinden tut es wahrscheinlich nicht, aber es ist nicht mehr unter den K-besten Kolokaten. dann gibt es auch die Möglichkeit, zwei verschiedene Abfragen miteinander direkt zu vergleichen, sogenannte Diff-Profile. Prototypischerweise vergleiche ich zwei Kolokanten. Ja? Ich vergleiche Haus und Garten. Aber man kann es auch benutzen, um das gleiche Wort in zwei verschiedenen Zeitabschnitten oder in zwei verschiedenen Dokumentteilmengen zu vergleichen. Man kann auch je nach Wunsch Unterschiede, eher Unterschiede oder eher Ähnlichkeiten zwischen den zwei verglichenen Kolokanten hervorrufen. Dahinter stecken verschiedene Indizes auf der Platte und die sind nicht vollständig, auch ganz wichtig für die Nutzung. Es sind Frequenzschränken im Spiel und je nach welchem Korpus unterschiedliche Frequenzschränken. Es kann sein, dass etwas tatsächlich im Korpus zu finden ist, aber nicht oft genug, dass es in den Diacolo-Index reinkam. Beim Default Diacolo-Index, das heißt entweder Native oder Collocations oder Co-Freaks, gibt es auch ein Part-of-Speech-Go-List. Das heißt, Funktionswörter kommen nicht in den Index rein, nicht in den Default-Index. Also kann ich keine Funktionswörter abfragen mit dieser Relation. Geht noch, wenn ich ein anderes Backend benutze. Diese andere Relation hat eine leicht andere Syntax und ist auch rechnerisch teurer. Aber auch das sollte man als Nutzer wissen, dass nicht garantiert ist, dass immer alles dabei ist. Nützlich, beziehungsweise das kam erst später rein auf Wunsch von Thomas Wernicke, von den Clarin-Historikern. Für jedes Kollokationspaar, was Diacolo zurückgibt, kann man mit Mausklickerei in der GUI auf ein Quick-Link klicken, um die Korpustreffer für dieses Paar zu finden. Auch da ist ein Kaviat sinnvoll. Diese Quicklinks auf die eigentlichen Korpustreffer, damit verlässt man Diacolo. Ja, Diacolo hat selber keinen Volltext-Index und speichert nicht alle Tokens im Korpus, sondern diese Links führen weiter in der BBAW zu DDC. DDC ist eine Korpussuchmaschine. Und die Quicklinks sind in den meisten Fällen auch nur Approximierungen. Also Diacolo sagt Frequenz n und DDC sagt Frequenz n minus k. Und das sorgt auch für Verwirrung. Warum habe ich nicht genau die gleichen? Ich kann nicht garantieren, dass genau die gleiche Treffer kommen. Aber wenn es es soll hilfreich sein für Nutzer, die sich fragen, warum diese zwei Worte miteinander stark verbunden sind, drauf zu klicken und zu sehen, wie und wo sie im Korpus miteinander auftreten und da ein bisschen näher zu lesen. Ja, das war für Thomas sehr wichtig, dass er eben zwischen diese Distant Reading Sicht mit Wortbooken und Tabellen und den Close Reading sich direkt zu den Korpustreffer hin und her springen konnte. Im Sinne von Workflows auch relevant, Batterien nicht enthalten.
Da sind keine, Diaclo ist nur ein Index und nur ein Dienst. Das macht diachrone Kollokationsprofile und nichts mehr. Es analysiert keine Texte, es tokenisiert keine Texte, es annotiert keine Texte und es hat, wie gesagt, keinen Volltextindex. Wie Kai sagte, das ist ein Puzzlestück, was in andere Puzzlestücke greift. Es muss nicht zwangsweise in die Puzzlestücke greifen, die ich geschrieben habe. Ich habe versucht, das schon so flexibel zu machen, dass andere Formate möglich sind. Aber man muss vielleicht ein bisschen was dazwischen stecken. Und eben für diese Quick Links braucht man im Moment DDC. Damit wären wir beim ersten Teil durch und ich überspringe einfach die Gory Details und komme auf die Examples. Ja, das sollte ich wahrscheinlich klein lassen. Ne? Ich habe, Brian. Ja. Ganz vielen Dank. Ich hab zwei Anmerkungen, ja. nach den ersten Überlegungen. Also ja, auf die unterschiedlichen Kollokationsmaße und Assoziationsmaße müssen wir nicht schauen. Also wir haben hier zwei, drei, wir sind da sehr affin, was das angeht, korpuslinguistisch. Wir kennen das, die Sachen auch. Was für uns total wichtig, also für mich total wichtig war, war die automatische Partitionierung von Untersuchungszeiträumen, weil das uns nämlich die quälende Frage abnimmt, müssen wir uns darum selber kümmern, brauchen wir 34 Seiten Begründungen dafür, brauchen wir die nicht. Das Zweite ist, unsere Korpusdaten sind extrem homogen. Das heißt, von einer außerordentlichen Qualität, sowohl was die Varianz angeht, als auch was die Textfunktionen angeht und unglaublich dicht. Also das heißt, dass wir wahrscheinlich quantitativ eines der Traumkorpora vor uns sehen, wenn wir über eine Zeit von 1750 bis 1850 reden. Mehrfach abgeschrieben, die Hände dokumentiert und so weiter und so fort. Also wirklich in einer Qualität, die ich so noch nie gesehen habe. Und was für dich vielleicht auch interessant ist, es sind multilinguale Korpora. Das heißt, sie sind primär zunächst deutsch und werden dann auf Englisch übersetzt. Okay. Und irgendwann ändert sich diese Übersetzungsrichtung von Englisch nach Deutsch. Und wir brauchen wahrscheinlich solche Tools wie deines, um, ja, du siehst das Potenzial dafür, ne? Also das heißt, ja. Ich ahne was, okay. Ja. Okay. Die zweite Anmerkung ist, wenn wir tatsächlich über Diacolo als einen Index reden, als eine Indizierungsmöglichkeit, stellt sich für uns die Frage, wo wir die Daten zur Verfügung stellen. Ob man tatsächlich das DTA nutzt oder ob man es selber macht. Das müssen wir mit Kai mal durchdiskutieren. Ist aber für mich sehr, sehr wichtig, das zu wissen, dass wir uns um die Frage kümmern müssen. Und das sind so meine zwei Punkte. Also ich habe schon sehr viel gelernt gerade. Okay. Gibt es sonst ein bisschen Wünsche, Bedarf, Anregungen? Ach so, weil du das meintest. Keine Phrasenannotation ist für mich als Konstruktionsgrammatiker vollkommen irrelevant. Ja, also das brauche ich tatsächlich nicht. Was für mich viel interessanter wäre, wären händische Annotationen von Deep Cases. Dazu kann ich, aber, ja. Also ich habe es nicht, dazu kann ich nur sagen, wenn das im Korpus drin ist, also wenn du ein tokenisiertes, segmentiertes Korpus hast, also mit segmentiert meine ich in so etwas wie Sätze und Paragraphen und Dateien, ja. Wenn diese Annotation auf Token-Ebene im Korpus drin ist oder meinetwegen auf Metadatenebene pro Dokument, dann kann man das mit Diacolo auch abfragen. Das wäre nämlich, das ist nämlich die zweite Einsicht, die ich habe, wenn ihr jedes Token mit einem Datum verseht, ja, dann ist es auch kein Problem, Deep Cases zu annotieren. Ja. Also es ist eine nächste Layer-Schicht,
Aber das müsste man händisch machen, dafür gibt es keine. Also da komme ich halt leider mit Wittgenstein und First nicht an die Automatisierung ran. Das müsste man halt händisch machen. Und naja, müssen wir mal schauen, wie wir das lösen. Aber wenn es damit potenziell möglich wäre, dann wäre es natürlich großartig. Okay. Kann ich daran noch eine Frage anschließen? Ja, klar. Ich weiß nicht, ob es jetzt darüber zu hören ist. Funktioniert das? Brian, hörst du Robert? Ja, ne? Ja, etwas unklar, aber ja. Moment. So ist es vielleicht. Test, alles wieder dabei. Ja. Okay, die Frage, die mich interessiert, ist, wenn man dann zum Beispiel mit eigenen Annotationen arbeitet oder weiter und so weiter, wie restriktiv ist das Ganze denn, in welchem Format sozusagen die Daten eingegeben werden müssen? Also wie konkret die Annotation zum Beispiel umgesetzt ist? Es gibt verschiedene Formate, die Diacolo als Eingabe akzeptiert. Empfehlen tue ich und selber nutzen. Wo ist das? Empfehlen tue ich eigentlich nur DDC-Tabs. Das ist alles, das ist das Einzige, was ich benutze. Es gibt eine Liste von Formaten. Ja. Stimmt, JSON kann man auch benutzen im eingeborenen Diacolo-Format. TCF ist ein Clarin-Format. Ich mag es selber nicht besonders, weil es sehr groß ist, es ist XML-basiert. Man kann auch TEI, also tokenisiertes TEI, da reingeben. Das empfehle ich nicht, weil das sehr teuer ist zu parsen. Das ist einfach langsam bei der Indizierung und sehr gefräßig, was RAM und anderen Dingen betrifft. Also das, was ich benutze, ist DDC-Tabs. Ich weiß nicht, ob es hier ein Beispiel gibt. Ja. Dokument-Metadaten, Sätze, jede Spalte ist ein Token-Attribut. Das sind die Namen der Token-Attribute. Das ist, finde ich, am einfachsten. Sonst, wenn man das wenn man das selber konstruieren will, kann man das mit JSON machen. Und wenn ihr ein internes Format habt, das wird maschinell parsbar sein. Und es sollte relativ schmerzfrei sein, so etwas wie dieses JSON-Format oder das DDC-Terms-Textformat zu produzieren. Okay, also das ist nämlich genau die Frage, ne? Also wir haben uns jetzt schon darauf eingerichtet, dass wir, wenn wir heute auseinandergehen oder morgen, dass dann der kleinste gemeinsame Nenner Excel sein wird. Das habe ich nicht gehört. Ja, nein. Ich muss immer daran denken, wer in der Breite bestimmte Dinge benutzt. Ja. Und ich kann ein CSV-Format oder Tabstop separierte oder Semikolon getrennte Werte sehr einfach in ein JSON-Format bringen. Ja. Und umgekehrt. Also das heißt, da sind die Konvertierungsschritte sehr sauber und nicht fehleranfällig, wenn sie alle in UTF-8 gespeichert sind. Ja. Dreimal Fingers crossed, ja. Mit oder ohne BOM. Ja. Und das heißt, dass wir, aber dass das schon eine wichtige Information ist, dass wenn du sagst, TEI, XML-Codierung ist zu komplex, weil sie einfach sehr rechnerhungrig ist. Also man kann TEI effizient in was anderes konvertieren. Ja. Und TEI ist sehr gut tragbar und portabel, aber ich selber gehe nicht so gern mit TEI um. Ich muss das an der BBAW, das ist ja Brot und Butter. Aber für maschinelle Verarbeitung ist TEI nichts. Das ist okay. Nicht so gut.
Das Erste, was ich mache, ist, das in was anderes zu konvertieren. Okay. Ja, das würde nämlich für uns bedeuten, wenn ich über unseren Workflow nachdenke, dass man tatsächlich versucht, wenn wir Trainingsmaterial erzeugen aus den Handschriften, das maschinenlesbar ist, dass man für eine digitale Edition TEI stark macht, aber als Basis möglicherweise JSON oder irgendein CSV-Format verwendet. Ja, TEI als Ursprungsquelle ist ganz gut. Und vielleicht für die manuelle Annotierung ist das gut. Ich kann, und sicher für die Strukturierung, für Editionen und Transkription ist das gut. Da kann man sehr gut auf TEI zurückgreifen. Es ist mir zu komplex als Programmierer aus verschiedenen Gründen. Also das ist genau die Richtung, die ich meinte. Also falls ich mich da unklar ausgedrückt habe. Also das heißt, ich würde faktisch aus dem Text, der aus einer OCR kommt, in zwei Richtungen weiterdenken. Nämlich einmal Richtung JSON, was maschinenlesbare Auswertung angeht, und dann einmal Präsentation in Richtung TEI, also wenn wir in Richtung digitale Edition denken. Das wird ja der Weg sein. Wir werden nicht als Ausgangsbasis TEI haben, nach dem Workflow. Ja, also ja, aber ich denke, so wie ich mir das vorstelle, jetzt. Ich muss dich kurz lauter machen. Okay. Jetzt. Also von der ganzen Architektur der Information ist der Anker ganz klar das Digitalisator, das irgendwie an die Quelle anfußt. Und die Verbindung Digitalisator und irgendeine Art der Erschließung dieser Digitalisator, würde ich sagen, wäre TEI. Aber TEI, da bin ich völlig, kann ich sehr gut verstehen, ist nicht das Format, das man dann halt für solche Art von automatisierter Analyse, wir sagen, da ein Derivat, schon im Workflow drin, automatisch. Also man lädt sich nicht TEI runter, sondern, weiß ich, ein TXT, nee, was Eicheres vielleicht, aber so in diese Richtung. Ne? So etwas, was Jewish in idealerweise die Kohle aufnehmen. JSON. Selbst für diese Tagging Citizen Science Sachen ist ja eigentlich das Format mit, man liest von oben nach unten, wir haben eine Spalte, hier ist der Text und hier kommt die Annotation, hier kommt die Annotation, eigentlich noch viel einfacher als Leuten irgendwie die Eier um die Ohren zu hauen. Und auch das ist nicht so besonders kompliziert, wenn man es einfach verstanden hat, aber. Ja, also da geht ja so eine Tabelle mit der Annotation in diese Spalte. Das eigentlich finde ich sogar auch, also in dem Bereich einfach. Ja, wobei man, es kommt davon, wie viel man den Nutzern zu. Also im Idealfall hätten sie, würde es denen egal sein, was da im Hintergrund ist. Man hat eine Oberfläche, man liest einen Text, man highlightet und man schreibt was oder kommt was. Also im Hintergrund machen wir was. Wenn man über den Project-Get-Editor arbeitet, dann ist TEI-Präsentation natürlich das Ding. Ne? Also TEI ist dann wirklich über eine ganze Analyse. Ich müsste dich wieder laut machen. Ich sehe da eine Abkürzung und ich sehe irgendwas Komisches. Dass ich verschrieben eigentlich meinte das. Das kann ich ja schon da ausdrücken. Das ist Cassins Job. Ja. Obwohl, naja, aber da auch. Okay, also, Entschuldigung für die Unterbrechung. Ja, und für die Vorklärung der Fragen, also das heißt, das war schon gut weiterhelfen, glaube ich. Und jetzt sind wir aber auf die Beispiele gespannt. Ja. Vor allen Dingen, glaube ich, Robert und Juan. Ich kenne sie ja schon zum Teil. Also, okay. Ich habe es sogar genutzt damals im Kursen. Wie man schaut, habe ich das richtig gemacht. Okay. Ich weiß nicht, wie viel Zeit für die Beispiele bleibt. Ich springe einfach hin und zurück dadurch, um alles Mögliche hoffentlich abzudecken. Das beste Beispiel habe ich von Thomas Wernicke und Kai, glaube ich. Ich glaube, Kai und Thomas haben das zusammen entdeckt. Ist das Wort Krise.
wenn man das in Dekaden anguckt, ich hoffe, das funktioniert aus. Oh nee. Das funktioniert hier nicht, oder? Da ist er. Ah ja. In der Zeit. Und das Ergebnis auf Eigennamen oder Wörter, die als Eigenname vom Part-of-Speech-Tagger getaggt wurden, abfragt, sieht man in den 50er Jahren Frankreich, ja, da gab es Streiks nach dem Zweiten Weltkrieg, auch Bonn ist da und die Alliierten, Frankreich, England. In den 1960er Jahren ist das beste Kolokat für das Wort Krise Tolstoi. Was hat Tolstoi mit Krisen zu tun? Das ist komisch. Das kommt mir merkwürdig vor. Dann kann ich hier auf diese Quick-Approximierung klicken und mich ein bisschen da einlesen. Was man sehr schnell sieht, ist, es gab in den 60er irgendwann, ich glaube 62, ein Podiumsgespräch Tolstoi, die Krise der Kunst und wir an der FU Berlin. Und es wurde so oft davon berichtet in der Zeit, dass dieses Paar sehr stark miteinander assoziiert in dieser Epoche. Ist nicht wirklich interessant, aber es ist nachvollziehbar. Aber man sieht auch Dinge, die man wirklich als Krise bezeichnen würde. In den 70er Jahren Nixon in USA, Barzel kennen wir auch. In den 80er die sowjetische Besatzung von Afghanistan, Polen ist da zur Zeit von Solidarność. Schmitz-Koalition ist kollabiert. AEG hatte in den 80er, glaube ich, Lieferschwierigkeiten und musste ihre Elektronikabteilung verkaufen. Finanzkrise Südostasien in den 90er. Hier Asien, Japan, Südostasien. Gorbatschow durch Jelzin ersetzt, Bürgerkrieg im Kosovo und ehemaligen Jugoslawien. Es ist aber ein bisschen mühsam, hier durch diese Tabelle zu scrollen. Ja, das ist Epochengröße N, F1, Frequenz meines Kolokants in der Epoche, F2, unabhängige Frequenz des Kolokaten. In der Epoche F1-2 ist die Ko-Okkurrenzfrequenz und daraus berechnet sich eben den Score. In diesem Fall Mark Dice. Wir haben hier Farben, um etwa eine Farbskala, um diese Score-Werte etwas zu visualisieren in der Tabelle schon. Aber es ist trotzdem viel Information und etwas mühsam, sich da durchzuklicken. Deswegen für die Augen einmal als Übersicht ist diese Cloud-Visualisierung ganz nett. Hier kann man entweder mit Tastatur oder Maus sich durchklicken durch die verschiedenen Epochen, hier Dekaden, oder das Ganze als Animation abspielen lassen und sehen, wie das sich entwickelt über die Zeit. Nochmal ein Hinweis, zwischen den Epochengrenzen habe ich keine Daten. Hier sind die ganz genau die gleichen Daten, wie in der Tabelle waren. Deswegen, wenn ich das loslasse zwischen zwei Epochen, springt es zum nächsten, weil nur da habe ich wirklich Daten. Es ist vollkommen, Brian, es ist vollkommen egal, denn das Fade-In, Fade-Out wird spätestens nach der Datenbasis nicht mehr hinterfragt. Ja. Ich kriege immer wieder Fragen dazu und deswegen hämmere ich da vielleicht ein bisschen sehr darauf rum. Aber das ist Beispielkrise. Ist ein sehr dankbares Beispiel, ist ein wunderbares Beispiel für Diaglo, weil Krise an und für sich lexikalisch eine inhärent instabile Situation
bezeichnet. Ja, also man kann erwarten, dass die Kolokarten sich häufig ändern, was sie auch tun. Und jetzt ist das. Okay, Lexikographie überspringe ich. Ich mag das Beispiel nicht besonders. Revolution, ja. Das ist immer ein gutes Beispiel. Nehmen wir an, wir sind Außerirdischen und reproduzieren asexuell und wissen gar nicht, was Männer und Frauen sind. Wir haben die Erdlinge, diese komische Leute, deren Kommunikation wir überwachen, davon reden hören, wissen aber nicht, was das ist. Und wir entscheiden, in einen historischen angesammelten Textkorpus zu gucken, das Kollokationsverhalten von diesen beiden Limiter, um auf die Unterschiede zu kommen, was das tatsächlich sein könnte. Das wäre für uns als Außerirdische eine äußerst blöde Idee, weil vor allem ein historischer Textkorpus wird nicht unbedingt die faktischen Unterschiede zwischen den Gendern aufdecken, sondern vor allem wirklich tief eingesessene kulturelle Vorurteile. Das sind nicht meine eigenen Meinungen, das sind die Kollokationsdaten. Ja. Das haben mir die Anwälte gesagt, ich muss das dazu sagen. So, hier in der Wolke haben wir wieder die Farbskala, aber die ist jetzt zweipolig. Rötliche Worte korrelieren eher mit Mann, also mit meinem ersten Abfrage. Grünlich-bläuliche Worte korrelieren eher mit Frau. Und die Größe der Tags im Tag Cloud repräsentiert die Stärke des Unterschieds im Kollokationsverhalten zwischen den beiden Kollokanten. Also Männer sind hier gelehrt, weise, gemein. Frauen sind tugendreich, edel, tugendsam, adelig. Und Gebären, das ist eigentlich nicht, das ist kein biologisches Fakt, leider. Das kommt von der formulierischen Ausdruck Frau Schmidt, geborene Müller. Und das ist auch vielleicht symptomatisch von einer Ungleichheit, dass Frauen beim Heiraten den Namen ändern. Da war's. Biologisches Fakt. Juhu! Es gibt's tatsächlich, aber hauptsächlich hier drin sehen wir kulturelle Vorurteile. Ja, gelehrte Männer, berühmte Männer, gnädige Frau, okay, auch ein formulärischer Ausdruck. Das verschwindet, wenn wir Mann oder Herr mit Frau oder Dame vergleichen, weil die maskuline Variante von gnädiger Frau eben gnädiger Herr ist. Es ist etwas erschreckend, wie eindeutig diese Unterschiede sind. Etwas erfreulich ist, ab dem 19. Jahrhundert, und das sieht man hier relativ gut, werden die Unterschiede weniger stark ausgeprägt. Ja, also hier sehr große Tags, große Unterschiede zwischen den Kollokationsverhalten. Ab 1800 sind die alle ein bisschen kleiner, außer gnädig, was leicht zu erklären ist. Also es besteht Hoffnung. Diese kleineren Unterschiede, die setzen sich durch bei einem größeren Korpus mit längerer Ausdehnung. Was haben wir hier noch? Ja, nicht wirklich interessant. Ich weiß auch nicht, ob das noch funktioniert. Das ist ein Beispiel für Fortgeschrittene. Man kann ein anderes Backend benutzen, also nicht das Default Collocations Backend, um
Dokument-Metadaten mit abzufragen, ohne die als Token-Attribute im Index kodieren zu müssen. Also ein Term Dokument-Matrix steckt dahinter. Und dann kann man verschiedene Autoren direkt vergleichen. Mein Beispiel war Habermas und Kassirer. Relativ kleine Samples, ja, es ist nur 500.000 Tokens Habermas und 130 Kassirer im DWDS-Kernkorpus. Aber es ist insofern interessant, dass Habermas selber Kassirers Einfluss zugibt. Und da kann man sich die Unterschiede und die Ähnlichkeiten beide anschauen. Jetzt was habe ich gemacht? Oh. Da. Bei den Unterschieden ist es relativ eindeutig. Ja, Habermas ist am Handeln interessiert und Normen, Gesellschaften, Öffentlichkeit. Kassirer ist ein Semiotiker gewesen. Ja, er hat Sprache, Erkenntnis, Inhalt, sein Ganze. Aber sie haben auch gewisse Ähnlichkeiten. Eben beide interessieren sich für Sprache, Begriffsbezeichnungen, Zusammenhänge, Sinn und Bedeutung, je Frage. Und da ist natürlich nicht alles gesagt über diese zwei Denker, aber das ist eine mit entsprechenden Zitaten aus den Werken selber und etwas Prose, um das zusammenzubinden, wäre das eine brauchbare Vordiplomarbeit. Das haut schon hin. Und ich hatte das große Glück, vor viel zu vielen Jahren bei Habermas im Seminar zu sitzen. Und da mussten wir auch Kassierer lesen. Und wenn ich daran denke, was er an Kassirer hervorgehoben hat, das passt ziemlich gut zu den Ähnlichkeiten, die Diacolo gefunden hat und das, was in Kassirer drin war, aber Habermas mit keinem Wort erwähnte, das passt schon ziemlich gut zu den deutlichen Worten hier. Es ist eine brauchbare Approximierung. Das Französisch kann ich nicht. Und als Letzte, da werde ich auch nicht draufklicken, weil ich heute entdeckt habe, irgendwas funktioniert damit nicht. Also es funktioniert, es sieht nur blöd aus. Wenn man Germanet, ein Thesaurus, benutzt, um eine Abfrage zu expandieren, also ich kann hier das Germanet-Synset-Getränk, also alle Getränke, die in Germanet kodiert sind, als Disjunktion, als Menge in die Abfrage einnehme und die Getränke als Nomen unmittelbar vor dem Verb trinken als Infinitiv oder Partizip, also in Objektstellung vortrinken, als Nomen. Und die Getränke sind meine Kollokaten. Also die Frage ist, welche Getränke wurden im Korpus getrunken? Ja, welche Getränkearten koalieren stark mit dem Verb trinken? Und dazu muss man die DDC-Relation benutzen, um eben diese unmittelbare Vorgängerrelation zu bekommen, weil das ist die Präzisierung dessen, was es bedeutet, zusammen mit dem Kollokanten aufzutreten. Das ist ziemlich langsam und teuer, geht aber in diesem Fall. Und wie gesagt, es benutzt Germanet, um Getränke zu wissen, was für Getränke es gibt. Und man sieht fast konstant über den ganzen Zeitraum Bier, Milch, Wasser und Wein, also die gibt es immer, die gehen immer gut. Ab Mitte des 17. Jahrhunderts kommen Tee, Kaffee und Schokolade rein. Die gab es vorher in Europa nicht wirklich. Ab 1800 sinkt Branntwein ab, das ist nicht mehr schick, aber Schnaps kommt.
Man könnte annehmen, das ist eine Umbenennung. Champagner taucht auf. Sehr interessant finde ich, dass Alkohol, also Alkohol im Sinne von Alkohol trinken, ja, diese Konfiguration, die hier angefragt wird, das taucht erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts auf. Interessanterweise zeitgleich mit der, wie heißt es, Temperance Movement, also mit der ja, Anti-Alkoholiker-Bewegung. Und die verschiedene Alkohol- Subarten, kommen viel häufiger vor und das breitet sich aus. Die Menge an verschiedenen Alkoholsorten, die man trinken kann, ab 1900. Ja, natürlich Bier und Wein und Schnaps und Branntwein konnte man vorher trinken, aber Alkohol, zu sagen Alkohol trinken, das kommt erst mit dieser, in Zusammenhang mit dieser Kontrabewegung auf. Kann man sich auch als 2D-Zeitverlauf anschauen. Es ist hier vielleicht ein bisschen viel, um sofort was daraus ablesen zu können. Aber hier kommt Kaffee, hier kommt Alkohol, hier kommt Schnaps und da geht Branntwein. Also man kann vielleicht statisch hier ein bisschen was sehen, was nicht so gut in der Animierung mit interaktiven Hin- und Herziehen zu machen ist. Das war es im Wesentlichen für den Vortrag. Ja, diachrone Profilierung geht, aber nicht aus der Kiste mit konventionellen Werkzeugen. Die Epochen kann man flexibel machen, wenn man bereit ist, ein bisschen länger auf die Ergebnisse zu warten. Und ich hoffe, es war von den Beispielen, die ich im Browser durchgeführt habe, dass man nicht wirklich allzu lange auf die Ergebnisse warten muss. Und wozu das gut ist, ja, ich habe meine Ideen, aber ich hoffe, ihr habt auch jetzt eure Ideen, wozu ihr das benutzen könntet. Und ich hoffe, es ist nützlich. Also, danke. Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, ich habe an verschiedenen Stellen schon gesagt, es wird uns tatsächlich sehr nützen. Zum einen, weil wir eine Kernzeit, die wir im Moment anvisieren, von 1750 bis 1850 haben. Das heißt, historisch gesehen, weil du ja mit Historikern zusammenarbeitest, eigentlich eine ziemlich prominente Sattelzeit haben und dann Texte haben, die rund um die Welt entstehen. Also immer in der Beobachtung anderer Kulturen. Also das heißt, in der immer die eigene Kultur mit einer anderen in Beziehung und Relation gesetzt wird. Also das Beispiel Alkohol trinken war hier sofort klar, ja? Also woran das liegt. Also wir sind in einem religiösen Kontext, einem erweckungskirchlichen. Und da spielt der Missbrauch verschiedener Alkohole immer eine, vor allen Dingen im Missionsgebiet, eine nicht ganz unerhebliche Rolle. Wir haben auch gesagt, also vielen Dank vor allem für das letzte Beispiel, weil man da, glaube ich, zwei Dinge sieht. Die GermanNet-Integration finde ich super. Also das nimmt, glaube ich, sehr, sehr viel Arbeit ab. Wobei man da wahrscheinlich Spezifika nicht sieht. Also das heißt, die GermanNet-Klassifikation ist halt auch eine spezielle. Aber zum Beispiel wäre das ja beliebig kombinierbar mit Essen, Denken, Erzählen. Und da wird es tatsächlich spannend, ja, also für unsere Zusammenhänge. Und das Zweite, was ich jetzt aus den Beispielen gesehen habe, ist die Abfrage von Meta-Tags, die genutzt werden können. Das erspart uns die Organisation von Subgruppen. Ja, zum Teil, aber das würde uns die Frage zum Beispiel ersparen, können wir Lebensbeschreibungen, die handschriftlich vorliegen und Lebensbeschreibungen, die gedruckt sind in Periodika, können wir durch den Meta-Tag zusammenführen.
Ja, und das wäre so die zweite große Frage gewesen, die ich hatte. Und wenn das möglich ist, sind wir fein. Ja, um das jetzt mal so zu sagen. Ja, gibt es denn sonst Fragen, Anmerkungen, Anregungen? Also, Rosa, ich hätte es gern. Ja, also meinerseits eine Nachfrage. Vielen, vielen Dank, das finde ich sehr spannend. Bei der Tolstoi-Anmerkung oder Stelle, Tolstoi und die Krise in der Kunst, schließt sich für mich die Verständnisfrage an, ist die Part of Speech, die Kollokationssuche auf Positionen fixiert, dass der vorstehende Token stärker angebunden wird als das nachstehende, denn Tolstoi und die Krise in der Kunst, die Entfernung zu Kunst wäre ja genauso weit und oder von der Zeichenzahl her sogar geringer. Und insofern, warum wird Tolstoi und nicht Kunst als Kollokation gewertet? Wahrscheinlich, weil Kunst ist häufiger als Tolstoi, gehe ich von aus, vor allem in den 60er Jahren in der Zeit. Und Kunst hat eine viel höhere unabhängige Frequenz. Und deswegen ist die Assoziierung mit Krise weniger stark. Natürlich, viel. Wie gesagt, ja. Zeit und Art werden viel häufiger mit Krise zusammen vorkommen, aber bei Zeit und Art an und für sich sehr häufig sind, ist die Assoziation weniger stark ausgeprägt. Und das ist es mit Tolstoi. Tolstoi wurde wahrscheinlich in der Zeit sonst kaum erwähnt in den 60er, nur in Zusammenhang mit Krise und nur gerade oft genug, dass diese Frequenz, Diakonos Frequenzschränke überschritten hat und es kam in den Index rein. Und dann ist das eine sehr starke Kollokation, Entschuldigung. Ich habe hier auch irgendwo, genau, einfach ein Beispiel, wie für diese Native Co-Occurrence Relation, ja, das, was Diakono Collocations nennt, als Profile, wie das gezählt wird. Ja? The fat cat sat on the fuzzy cat. Erstens lemmatisiere ich, im Englischen nicht wirklich so wild, ja. Dann filtere ich die Funktionswörter raus. Ja, dann haben wir Fat Cat, Sit, Fuzzy Cat. Dann bleiben uns nur die Inhaltswörter übrig und die zähle ich durch die Inhaltswörter als Tokens. Ja, zwei Cat Tokens, einmal auf Position 2 und einmal auf 5. Und was diese Relation tut, ist, es hat einfach ein Kontextfenster, fixer Breite, und die Breite gibt man bei der Indizierung an. In der BBAW defaultmäßig ist es 5, aber das ist 5 Inhaltswörter, rechts oder links vom Kollokaten, im gleichen Satz. Ja? Also es überschreitet nie Satzgrenzen, sofern die Satzgrenzen richtig vorausgesagt wurden und richtig annotiert. Und es zählt keine Funktionswörter. Und das ist der Grund, weswegen DDC das nicht approximieren kann. Also Fat Cat, Fat Fuzzy. Aber das muss auch in beiden Richtungen funktionieren. Deswegen, wenn ich hier die Kohärenzen für die zweite Katze zähle, kriege ich Cat nochmal rein. Einmal rechts, links, einmal links, rechts. Und deswegen wird Diakono sehr oft bei Wörtern, die Wörter selber als starkes Kollokat, also bei Krise ist ein starkes Kollokat von Krise. Nicht, weil Diakono zu blöd ist, um zu wissen, dass das das gleiche Wort ist, sondern es taucht in diesem Fenster auf und dann wird das doppelt gezählt. Und das ist leider, ich gehe nicht jetzt wirklich darauf ein, aber es ist nicht ganz trivial zu sagen, gleiche Wörter zähle ich nicht im Index, weil da muss man sich fragen, eben mit dieser Tupelbildung, was ist gleich? Ja, das ist ja, danke für die Erläuterung. Also ich würde dringend davon abraten, auch da mit die Schere anzusetzen und es wegzuschneiden.
Denn man kann so immer an, zum Beispiel im Keyword-Kontext belegen, erklären, wo kommt es her, wie haben wir es zu interpretieren, wir machen mal halt die Augen zu und schauen nicht drauf. Ich glaube, das ist immer sinnvoller, als zu sagen, wir setzen jetzt automatisch die Schere an, weil man dann auch Belege wegschneidet, die man vielleicht haben will. Und bestimmte Dinge nicht mehr sieht. Ja. Das Fehlen von Funktionswörtern finde ich aus grammatischer Perspektive schade. Ja. Genau da ist dieses DDC Backend nützlich. Wie gesagt, ist ein bisschen langsamer, aber da kann man ziemlich präzise formulieren, was man haben will. Es gab auch ein Beispiel, wo ich spezifisch Funktionswörter, das habe ich übersprungen, Funktionswörter, Pronominaladverbien mit DDC abgefragt habe und Genres verglichen. Und zwar Belletristik versus Wissenschaft. Ja, wir brauchen es für die herrenhutischen Kontexte vor allen Dingen deshalb, weil speziell Herrenhut dafür bekannt ist, mit Adverbien komplexe Wortbildungen zu realisieren. Also alles das, was wir kennen an Pfadverben, die zusammengesetzt sind, also hinübergehen, hinaufsteigen und so weiter und so fort, ist mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit herrenhutisch. Über die Prägung, ja, also im 17. und 18. Jahrhundert. Also wenn ich herrenhutisch, dann zumindest Franke. Also sagen wir, es gibt eine sehr starke pietistische Wortbildungstradition und Liebe, Neologismen zu bilden, vor allen Dingen zusammengesetzte Verben. Und zwar mit adverbialen Bestandteilen oder präpositionalen Bestandteilen. Und sobald die aufgetrennt werden im Korpus, also durch Tempusbildung oder irgendwas, ja, dann werden sie ja nicht als Verbbestandteile markiert, sondern als Adverbien. Und deswegen ist das Aufspüren dann umso wichtiger. Genau. Es würde sich im Übrigen auch lohnen für die Daten, mal so eine Adverbien-Schau zu machen. Ne? Okay. Ja, sehr schön. Sonst noch Fragen, Anmerkungen, Wünsche, Anregungen? Kerstin? Also erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich habe Diakolo schon benutzt. Und zwar einfach, um zu prüfen bei bestimmten Wörtern, ob die bei den Herrenhutern anders verwendet werden. Und das eine Beispiel, das ich hier noch, also was ich schon über angelegen meint. Und dann habe ich geschaut, ob irgendwo in Zehnerschritten, also in diesen 10-Jahres-Schritten, so verwendet wird wie bei den Herrenhutern. Wird es nicht. Also, und dafür ist es schön, weil ich gucken wollte, ob es irgendwo einen Peak gibt, ob vielleicht doch Sprachkontakt, weil ich sehe, dass du das Potenzial des Sprachkontaktphänomene auch herausarbeiten kannst. Also das bei den Schnaps habe ich überlegt, wann taucht das auf, warum, woran liegt es, dass der Brandwein weniger wird, der Schnaps mehr wird. Und ich finde es schön in dieser Partitionierung, weil wir sehen können, wann ist vielleicht ein Lexem besonders prominent. Und ich mag auch diese Aufteilung zwischen Belletristik und Zeitung. Also es ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber man sagt ja, dass die Zeitungssprache so einen großen Einfluss hat und extremen Sprachwandel bringt. Und das sieht man halt bei Diakolo total gut. Ja. Also man kann sehen, wie die Zeitung taucht auf, bringt bestimmte Vokabeln und dann kann man halt verfolgen, bleibt das oder nicht. Das weiß ich nicht, Brian, ob du das mitverfolgt hast. Es gab ja die Debatte über den Bericht zur Lage der deutschen Sprache. Und der so herrlich martialisch und nationalistisch klingt. Und eine der Einsichten im deutschen Feuilleton war ja, dass man enttäuscht darüber sei, wie wenig prägend die Literatursprache sei. Ja. Weil die immer 30 Jahre der Zeitungssprache nachklappt. Und dass man da erschüttert sei. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Das müsste ich mal raussuchen. Aber genau dafür wäre das super. Und wenn wir jetzt unsere Daten in das System einspeisen könnten, das wäre natürlich großartigst. Ja, ja, es gibt da so ein Darker Image. Das darf ich auch weitergeben. Das ist unter Open Source schon veröffentlicht, unter EUPL.
Das Ding ist, aus der Kiste off the shelf wird es niemandem wirklich was bringen, weil die verschiedenen Sprachressourcen rechtlich geschützt sind. Die gehören nicht zu Image, die darf ich auch nicht weiter distribuieren. Und ab Ende des Monats darf ich sie auch nicht mehr selber nutzen, glaube ich. Also für Forschungszwecke. Und ja, vielleicht passiert da was, dass da offene Alternativen reinkommen, aber ich glaube, die Möglichkeit, also ich weiß, die Möglichkeit, die jetzt schon geht, mit der Kai auch zumindest ein bisschen vertraut sein könnte, ist, wenn ihr vorannotierten Daten habt, ja, wenn ihr euch um Tokenisierung, Segmentierung, Annotierung kümmert und ein brauchbares Format habt, was ihr in eins von diesen Diakolo oder ja, nicht Diakolo-Formaten, sondern in ein D-Star-Format konvertieren könnt, dann kann man das damit indizieren und hat dann hinterher eine voll funktionsfähige Instanz mit Diakolo und mit DDC, so dass diese präzise Abfragen auch gehen. Also ist das gibt's, aber es ist nicht auf Knopfdruck. Nee, ich glaube, das ist aber die Idee von Kai. Ja. Genau in die Richtung geht's. Ja, super. Schön. Ja, ich fürchte, ich muss auch gleich wieder. Wir sind schon eine Viertelstunde über der Zeit, Brian. Also ich sage jetzt mal ganz kurz, vielen Dank für den Einblick. Ich habe viele Fragen, die ich hatte, konnte ich jetzt schon klären und bin deswegen hoffnungsfroh, dass Kai das Ganze in der SLUB fruchtbar macht. Sehe da aber eigentlich die Chance und die Lage sehr, sehr gut. Und es würde mich freuen, wenn wir einfach in Kontakt bleiben und Fragen stellen dürfen, können, ja, und über Kai wird es ja gut gelingen. Ja, ich denke schon. Sehr schön. Dann wunderbar. Bedanke ich mich nochmal für die Einladung und für die viele, viele guten Fragen auch. Das ist... Genau. Full force. Ja. Dann schöne Zeit, Brian, und wir machen hier, glaube ich, das erste Mal eine Pause, oder? Sehr schön. Brian, ciao. Dankeschön. Tschüss. See you. Tschüss.